Ich habe gerade von Tom Ford wirklich den schönsten Strauß überhaupt bekommen. Wenn mir das mal jemand gesagt hätte, dass ich von Tom Ford Blumen geschickt bekomme. Okay, nicht höchst persönlich, aber von Tom Ford. Dann hätte ich wirklich gelacht. Wünsche euch allen einen wunderschönen sonnigen Mittwoch. Also, wow. Ich bin direkt so gut gelaunt und habe so viel Motivation, Sachen zu machen, erledigen, aktiv zu sein, wenn die Sonne scheint. Wahnsinn. Ich bin bei meiner Schwester, wir gehen jetzt spazieren und dann gehe ich heute Abend wieder zum Sport. Und dann kommt Bachelor. Der Tan Rebel ist für euch ja nichts Neues mehr auf meinem Kanal. Ich habe ja früher mal den kleinen benutzt, aber der große ist für mich viel, viel effektiver, weil es geht schneller. Man hat einen größeren Sprühnebel, es kommt auch mehr Produkt raus und man ist so quasi in der Hälfte der Zeit fertig und ihr könnt auch größere Flächen damit besprühen. Also heute ist ja endlich mal schönes Wetter, aber grundsätzlich gibt einem das schon so ein bisschen mehr den Sommerkick und das Sommerfeeling. Und ich muss sagen, es sieht halt immer so ein bisschen aus, trotz Gesicht waschen, als hätte man Make-up drauf. Also es ist wirklich ein Unterschied. Ihr könnt es auch drauf sprühen und dann so rausgehen und das über den Tag wirken lassen. Es sei denn, ihr müsst jetzt super viel Maske tragen, dann kann es sein, dass das irgendwie fleckig wird. Aber ihr habt echt so diesen Make-up-Effekt und das finde ich richtig, richtig geil. Also 48 Stunden lang, 20%. Viel Spaß beim Shoppen. Ihr müsst euch schon mal seelisch darauf einstellen, dass ich heute nicht so viel kommentieren werde, weil ich bin mit meinen Mädels und ja, heute würde ich das einfach mal genießen. Wahrscheinlich wird es so schlimm, dass ich doch was sage, aber nur mal als Vorwarnung. Also das ist schon ein Cringe nicht mehr zu überbieten, es tut mir leid, musste doch noch was sagen. Spielen. Alter, oh mein Gott! Was geht mit RTL ab? Das ist ja. Das ist ja wirklich nur noch hart asozial. Das ist so respektlos. Das wird so einen Shitstorm geben. Hat es bestimmt eh schon von den Leuten, die TV Now haben. Aber das ist ja mal an Respektlosigkeit hier nicht zu überbieten. Jetzt schon bist. Aber wenn ich dich bah.